Ein weiteres Trainingsplan-Video auf diesem Kanal. Jetzt geht es aber nur darum, wie man den Bizeps in den Trainingsplan integriert und wie ich den Trainingsplan für den Bizeps entwerfe. Denn wir sind hier beim Armbooster und hier geht alles nur um die Arme. Also, viel Spaß dabei, Trainingsplan für den Bizeps. Bin ich wieder und jetzt wird es spannend, denn wir entwickeln heute zusammen unseren Trainingsplan für die Arme. Dazu müssen wir einige Sachen berücksichtigen. Es gibt einige Punkte und darin liegen gerade in diesen Punkten die geheimen Tricks, wenn man so möchte. Das sind die wahren Tipps, um nach vorne zu kommen mit den Armen und die Dinge, die wir wirklich beachten müssen, um Erfolg zu haben mit diesem Armbooster-Programm. Innerhalb der Regeln und der Dinge, die ihr beachten müsst, könnt ihr frei entscheiden, welche Übung ihr benutzt. Ihr habt die Übung bereits vorgestellt bekommen für Bizeps und für Trizeps und nach einem gewissen Muster, das ich euch vorstecke, könnt ihr dann anschließend selbst aus diesem Fundus eure Übungen wählen. Das ist das Stückchen Freiheit, das ihr habt und auch nutzen solltet, um es an eure persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Denn die Freude, der Spaß beim Training gehören dann natürlich dazu. Und was auch dazu gehört, dass ihr euch komfortabel fühlt an den Maschinen und an den entsprechenden Übungen. Ich kann nicht für euch entscheiden, was ihr besser macht. Eng greift, breit greift und so weiter. Außerdem habt ihr auch vielleicht schon Erfahrung gesammelt im Training, im Bodybuilding und mit den einzelnen Übungen, sodass ihr definitiv sagen könnt, die bringt mir mehr, die bringt mir weniger. Oder auch, dass ihr sagen könnt, welche Übung vielleicht sogar schlecht sind für euch, weil ihr dann zu Verletzungen neigt, Handgelenkprobleme oder Ellbogenprobleme und so weiter. Also passt es definitiv individuell an, aber wir haben einige Vorgaben. Und kommen wir jetzt zu den Vorgaben. Wir müssen zunächst grundsätzlich ein paar Dinge beachten. Zum einen wieder, welche der drei Trainingsarten haben wir gewählt? Trainieren wir nur die Arme für den Armbooster? Oder trainieren wir die Arme und den Rest des Körpers im Haltemodus oder trainieren wir komplett normal weiter, versuchen aber die Arme mit ein paar Mitteln nach vorne zu bringen. Das ist ganz entscheidend für den Trainingsplan. Daraus ergibt sich auch, trainieren wir Arme zweimal die Woche oder nur einmal die Woche. In den ersten beiden Fällen haben wir uns ja eigentlich dafür entschieden, es zweimal die Woche zu machen, ganz besonders im ersten Fall. Aber das ist natürlich wichtig zu berücksichtigen und im dritten Fall nur einmal die Woche. Außerdem auch wichtig, trainieren wir die Arme wirklich an einem Tag zusammen. Im ersten Fall haben wir auch das beschlossen, aber die Möglichkeit gibt es ja auch, dass wir Bizeps und Trizeps trennen voneinander. Und wenn wir das tun, dann eben trainieren wir den Bizeps voran oder den Trizeps voran. Außerdem haben wir auch noch eine Sendung gehabt über das antagonistische und isolierte Training. Auch diese Trainingsart wirkt sich auf den Trainingsplan aus. Meistens in dem Fall eines antagonistischen Trainings, dass wir das Trainingsvolumen erhöhen. Das heißt, dass wir vielleicht drei Übungen machen, A4 Sätze oder vier Übungen A3 Sätze für einen Muskel. Und natürlich benutzen wir auch mehr Intensitätstechniken dann, um es einfach ein bisschen anzuziehen, da die Pausen dazwischen sind. Bei der Frage, ob zuerst der Trizeps oder der Bizeps, die ist ganz leicht zu beantworten, immer eure schwächere Partie voran. Habt ihr also einen schwachen Trizeps und einen starken Bizeps, definitiv immer den Trizeps vorantrainieren. Ansonsten, wenn das bei euch relativ ausgeglichen ist, macht es im Wechsel. Das heißt, wenn ihr an einem Tag, den Montag, die Arme trainiert, Bizeps voran, danach Trizeps. Und wenn ihr dann wieder am Donnerstag die Arme trainiert, Trizeps und Bizeps. Und so könnt ihr das immer wechseln. Oder entscheidet auch nach Lust und Laune und nach Tagesform. Wichtig ist, dass wir hier eine Priorität reinbringen können. Und das bedeutet, habt ihr einen schwächeren Teil, den voran. Und natürlich kann das auch bedeuten, euren Lieblingsmuskel davon voran. Wenn ihr nun mal absolut auf dem prallen Bizeps steht und der Trizeps ist zu vernachlässigen für eure persönliche Vorstellung von eurer Armform, dann trainiert den Bizeps voran. Es gibt hierfür keine offiziellen Regeln, wie man sein Body bilden muss. Denn ihr seid die Bildhauer, ihr seid die Künstler dahinter und das könnt immer noch ihr entscheiden. Sofern es mit gesundheitlichen Aspekten übereinzubringen ist. Und das ist es hier definitiv. Kommen wir zunächst zum Bizeps-Trainingsplan. Hierfür haben wir drei Variationen, die wir beachten müssen und die alle in unserem Plan drin sein sollen. Also gehen wir davon aus, dass wir drei Übungen machen. Nur im dritten Fall unseres Trainings, wenn der ganze Körper mittrainiert wird, gibt es die Möglichkeit, nur zwei Übungen reinzubringen
und auch innerhalb eines Makrozyklusplanes. Dazu kommen wir später, das gibt eine spezielle Sendung. Makrozyklus, nur um es kurz zu erwähnen, ist im Prinzip die Aneinanderreihung von mehreren aufeinander aufbauenden Trainingsplänen, um ein höheres Ziel zu verfolgen. Habe ich also ein Ziel in 3 Monaten, in 4 Monaten, in 6 Monaten, dann kreiere ich die Trainingspläne und stimme sie so aufeinander ab, dass sie maximal effektiv an Kraft, an Ausdauer und an Masse arbeiten können. Und dann können wir eben mit den Übungen, mit den Wiederholungszahlen und auch mit den Sätzen und dem Umfang aufeinander aufbauend arbeiten. Dazu kommen wir aber erst später. Im Normalfall haben wir 3 Übungen. Und in den 3 Übungen sollen jetzt alle 3 Aspekte drin sein bei der Übungsauswahl, über die wir schon vorher etwas gehört haben. Und zwar hätten wir da einmal die verschiedenen Griffvariationen. Von einer Supination bis zu einer Pronation sollten Griffvariationen drin sein. Das heißt nicht, dass es jetzt 3 sein müssen, Supination, Hammergriff, Pronation, aber es sollte definitiv eine Variation stattfinden. Die sollten nicht alle im Bereich der Supination sein oder alle im Bereich der Pronation, was selten der Fall ist, oder alle im Hammerbereich. Das im Hinterkopf behalten, es sollten Griffvariationen drin sein. Mindestens 2. Außerdem eine Variation der Oberarmstellung. Wir haben gelernt, es gibt die Oberarmstellung hinterm Rücken, wo vor allem der Bizeps mehr gedehnt wird, was vor allem mehr auf den langen Bizepskopf geht. Und wir haben eine Stellung davor, meistens mit Bänken verbunden, mit Auflagen verbunden, so wie die Scott Curls. Und wir haben eine am Körper. Und auch hier sollten mindestens 2 dieser Variationen drin sein. Am besten natürlich alle 3 über 3 Übungen. Und dann haben wir noch eine Variation, und zwar bilaterale und laterale Übungen. Also helfen die Arme sich gegenseitig und ziehen an einem Gewicht zusammen oder machen wir das von der Achse her unterschiedlich. Das sind die 3 Sachen, die einberechnet werden sollten und natürlich in allem eine Variable darstellen. Das heißt, wir wollen bilaterale und laterale Übungen drin haben. Bei 3 Übungen sicherlich kein Problem, mindestens eine von den beiden Sorten reinzubringen. Ebenso wie die Griffvariation, wovon wir 2 mindestens wählen. Und ebenso auch die Oberarmstellungen. Ich werde jetzt mit euch an dieser Stelle mal ganz konkret einen Beispielplan durchgehen, den ihr entweder gerne übernehmen könnt oder zumindest anhand meiner Kommentare daran auch seht, worauf ich hinaus möchte und das Ganze, was ich gerade in der Theorie mal hervorgebracht habe, in der Praxis mal mitbekommt. Als erste Übung könnten wir wählen und würde ich auch bevorzugen, eine Lateralübung. Das heißt, da können wir noch wirklich Konzentration auf viel Kraftleistung bringen und mehr Kraft können wir grundsätzlich generieren und mehr Gewichte bewegen, wenn beide Arme an einem Strang ziehen, wortwörtlich. Also nehmen wir hier eine laterale Übung. Dazu würde sich für mich eine Grundübung wie SZ-Curls oder auch Langhantel-Curls anbieten. Da haben wir dann einen Griff, der meistens im supinierten Bereich stattfindet. Das wäre die Grundaufbauübung. Davon machen wir zum Beispiel in der ersten Übung 3 Sätze. Zu den Wiederholungszahlen habe ich schon etwas gesagt. Die passt ihr dementsprechend an. Wenn ihr also im sonstigen Training vom Körper die Wiederholungszahlen recht niedrig habt, macht ihr die hier etwas höher und umgekehrt. Solltet ihr nur die Arme trainieren, empfehle ich einen schweren und einen leichten Tag. Auch das habt ihr in einem Wiederholungsvideo gesehen. Und dann dementsprechend tragt ihr jetzt die Wiederholungszahlen ein. Sagen wir mal, wir haben unseren schweren Tag, 6, 8 und 10 Wiederholungen mit den SZ-Curls. Das heißt, wir haben jetzt eine laterale Übung mit supinierten bis leicht supinierten Griff und die Oberarmstellung am Körper. Als zweite Übung schlage ich vor, Schrägbank-Curls mit den Kurzhanteln zu machen. Hier haben wir jetzt eine Variation in der Oberarmstellung, denn die ist hinterm Körper, wenn wir auf der Schrägbank sitzen und die Kurzhanteln hochziehen. Außerdem haben wir dadurch automatisch eine bilaterale Übung, wo die Kurzhanteln einzeln gefasst werden und deswegen die Körperachsen unabhängig voneinander trainiert werden. Und hier können wir auch eine Griffvariation reinbringen. Spätestens bis zu den Oberschenkeln müssen wir das sowieso im Hammergriff machen, denn sonst müssen wir so weit nach außen, um mit den Hanteln an den Oberschenkeln vorbeizukommen. Das ist schon wiederum nicht förderlich für die Übung. Also gehen wir hier vorbei, wie ihr es in der Übungsbeschreibung seht. Und da haben wir noch den Hammergriff. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, einzudrehen oder im Hammergriff zu bleiben. Ich würde hier die Variante bevorzugen, im Hammergriff zu bleiben. Und damit haben wir eine 2. Griffvariation bereits drin, eine 2. Variation, was die Oberarmstellung angeht. Und wir haben eine bilaterale Übung. Und damit haben wir eigentlich auch schon das Soll erfüllt. In der 3. Übung bringe ich jetzt eine 3. Variation rein, was die Oberarmstellung angeht. Und zwar nehmen wir hier Scott Curls.
Ihr könnt euch im Prinzip aussuchen, welche Art ihr nehmt. Ich habe drei vorgestellt alleine schon in den Videos. Ich würde jetzt hier die an der Maschine nehmen. Auch da ist eine Variation drin, die ich am Anfang nicht aufgeführt habe, denn jetzt haben wir eine Maschine, das heißt, die Bewegungen sind vorgeprägt und wir können uns ein wenig mehr auf die Kraftleistung konzentrieren, während wir das natürlich noch etwas mehr ausbalancieren müssen, wenn wir Freigewichte nehmen. Jetzt haben wir auch noch eine Maschine drin, außerdem habe ich die Arme davor und ich persönlich würde sie auch hier einarmig machen, weil ich die grundsätzlich lieber mag, vor allem weil ich dann mit der Körperstellung noch variieren kann und ich daran gebunden bin, den Körper in einer bestimmten Position zu haben, um beide Arme drüber zu bekommen. Die Griffart ist hier wieder leicht supiniert. Das macht mir nichts aus, ich hatte bereits einen Hammergriff drin. Eine Pronation wähle ich sowieso äußerst selten bis gar nicht. Und der leicht supinierte Griff ist eine gute Mischung aus dem komplett supinierten und einem Hammergriff. Und dann habe ich nochmal eine bilaterale Übung zum Schluss. Außerdem ist der Arm isoliert, ist auf einem Polster und damit habe ich einen kompletten Trainingsplan entworfen. Die Wiederholungszahlen sind so zu wählen, wie ihr es im Wiederholungsvideo seht. Und damit haben wir diesen ersten Teil erfüllt. War doch mal wieder aufschlussreich, oder? Beim nächsten Mal machen wir direkt weiter mit dem Trizeps. Also, falls noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Falls ihr was Positives anmerken wollt, ab in die Kommentare. Das ist meine Entlohnung und natürlich Daumen hoch. Ansonsten, um nichts zu verpassen, abonnieren. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis bald, euer Gotti.